Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute ist dran die Überbevölkerung oder in anderen Worten Depopulation, eine Verschwörungstheorie, Fragezeichen. Wie man dafür sorgt, dass sich das Problem mit der Weltbevölkerung von selbst löst. Um die Zeitenwende gab es 300 Millionen Menschen, bis 1800 etwa viermal so viele. Die Vermehrung um 1 Milliarde hat 1800 Jahre gedauert. Der Anstieg von 2 auf 3 Milliarden, weniger als 50. Jede Sekunde gibt es 4 Geburten weltweit und nur 2 Todesfälle. Jeden Tag gibt es auf der Erde 150.000 Menschen mehr, mit steigender Tendenz. Absinkende Sterberaten, gleichbleibende Geburtsraten, obwohl das ändert sich ja jetzt so langsam, wo wir herausfinden, dass die jungen Generationen nicht mehr so lange leben wie ihre Eltern. Ne? Prinz Philipp, der Ehemann der Queen, sagte 1988, falls es geschieht, dass ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas dazu beizutragen, die Überbevölkerung zu lösen. Paul R. Ehrlich, Professor für Biologie an der amerikanischen Universität Stanford, ist Abtreibungsbefürworter und will die Weltbevölkerung auf 1 Milliarde reduzieren. Viele andere sprechen von einer Grenze von 500 Millionen. Naja, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt schon bei 7,6 Milliarden sind, da haben wir was vor. Ted Turner, Gründer von CNN, hält 250 bis 300 Millionen Menschen für ausreichend. Reicht eigentlich auch, ne? Aber wir haben halt mehr. Jacques-Yves Cousteau, französischer Entdecker und UNESCO-Botschafter, sagte, um die Weltbevölkerung zu stabilisieren, müssen täglich 350.000 Menschen eliminiert werden. Und Michail Gorbatschow meinte zu diesem Thema, reduziert die Bevölkerung um 90% und es sind nicht mehr genug Menschen übrig, um einen großen Umweltschaden anzurichten. Womit er nicht ganz Unrecht hat. Die globale Elite ruft angeblich dazu auf, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Überleben soll natürlich die Elite selbst und ihre Günstlinge, also die Schicht, die für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens notwendig ist. Oder in anderen Worten, die Leute, die die Dreckarbeit machen. Diese Elite entscheidet, wer weiterleben darf und wer nicht. 2018 gibt es knapp 7,6 Milliarden Menschen. Bis 2050 9,8 Milliarden, bis 2100 11,2 Milliarden. Da wird es einem schon merkwürdig um die Brust, wenn man sich das so überlegt. Die Nahrung wird knapper. Biofleisch, andere qualitativ hochwertige Nahrung ist nicht in ausreichender Menge vorhanden und teuer, kann sich also auch nicht jeder leisten. Also wird Billigfutter hergestellt. Dass man verhältnismäßig günstig produzieren und teuer verkaufen kann. Mein Paradebeispiel dafür sind die Cornflakes. Die kosten in der Produktion, ne? So eine große Packung kostet 15 Cent oder sowas. Und sie verkaufen sie für 5 Euro. Ne? Also Kohlenhydrate, Brot und Kohlenhydrate sind die Dinge, die man günstig produzieren und teuer verkaufen kann. Und das sind die Dinge, die früher Sklaven bekamen. Wir essen Sklavennahrung. 70% aller Lebensmittel im Supermarkt enthalten Zucker und Weizen. Gluten, Klebereiweiß ist problematisch und auch das ist in vielen Produkten drin. Viele Menschen kommen damit überhaupt nicht klar. Aber es ist natürlich gut für Bäcker und für die Industrie. Der Regierung kann das alles nur recht sein und den Rentenkassen auch. Und nebenbei verdient die Lebensmittelindustrie das große Geld.
mit Dingen, die uns krank machen. Und die Pharmaindustrie, die verdient im Anschluss das große Geld mit der Behandlung unserer Zivilisationskrankheiten. Die Waffe heißt also Lebensmittel, könnte man meinen, wenn man an eine Verschwörungstheorie glaubt. Wir bekommen nicht nur Mist gefüttert, sondern es wird uns weisgemacht, dass es gut für uns ist. Dinge, die früher nur in Zeiten von Hunger und Not einen Aufschwung erlebten, werden heute zum Superfood hochstilisiert. Man denkt bei Kontrolle des Bevölkerungswachstums eher an Geburtenkontrolle, so wie die Chinesen das gemacht haben. Das funktioniert ja auch. Also wenn man die Bevölkerung reduzieren möchte, wäre das doch eine ganz gute Möglichkeit. Die Ein-Kind-Familie. Geburtenkontrolle, Verhütung, Abtreibung, Sterilisierungen. Das sind dann natürlich Zwangssterilisierungen. Und da kann man sich wieder die Frage stellen, ob das in Ordnung ist. Aber es geht vielleicht auch anders. Ne? Die Menschen haben ja eine Herdenmentalität. Wir folgen alle dem Leitschaf. Und ganz oben wird entschieden, was richtig und was gut ist. Und der Rest folgt in blindem Glauben und glaubt an die Ratschläge, die uns gegeben werden und an die Empfehlungen. Nichts wird in Frage gestellt. Man tut, was man gesagt bekommt. Ganz am Anfang war der Mensch Teil der Nahrungskette. Er war Jäger und Gejagter. Aber auch vor gar nicht so langer Zeit lebten die meisten Menschen von der Hand in den Mund. Verhütungsmittel gab es nicht, die Frauen waren ständig schwanger, alle mussten viele Stunden am Tag arbeiten, auch Kinder. Die Nahrung reichte gerade so und oft reichte sie nicht. Rücklagen in irgendeiner Form gab es nicht. Viele Krankheiten verliefen tödlich. Viele Frauen starben im Kindbett und die Säuglinge auch. Viele Kinder wurden keine 5 Jahre alt. Und das hielt das Bevölkerungswachstum in Schach. Aber dann kam die industrielle Revolution und dadurch wurde die Arbeit leichter. Die Herstellung der Produkte ging schneller. Es kamen neue Dinge, die alles einfacher gemacht haben. Es gab Medikamente, bessere Hygiene. Die Sterblichkeit nahm ab insgesamt und vor allem die Säuglingssterblichkeit. Und die Bevölkerung explodierte. Eine Weile war das auch eine ganz gute Sache. Der Aufschwung füllte alle möglichen Kassen. Die Lebensmittel-, Pharmabranche und Automobilhersteller zum Beispiel machten gute Gewinne und zahlten ordentlich Steuern und damit ging es auch dem Staat ganz gut. Es ging bergauf. Das war so die Nachkriegszeit, 60er, 70er Jahre. Kriege sorgen für Zerstörung und Neuaufbau. Und Kriege, so furchtbar sie sind, so haben sie doch das Gute, dass sie zum einen die Bevölkerung dezimieren und zum anderen, dass alles kaputt ist, was hinterher wieder neu aufgebaut werden muss. Natürlich ist es heute nicht mehr so, weil wenn es heute nochmal einen Krieg gibt, den wird wahrscheinlich niemand überleben. Aber früher war das so. Kriege waren sehr gut fürs Wirtschaftswachstum und für die Vollbeschäftigung. Ja, und irgendwann gab es einfach zu viele Menschen. Obwohl, es gibt ja immer noch welche, die der Meinung sind, es gibt nicht so viele Menschen. Ich frage mich manchmal, warum immer noch Kindergeld gezahlt wird. Warum man die Menschen immer noch motiviert, weitere Menschen in die Welt zu setzen. Ja, natürlich, die Regierung geht davon aus, dass das künftige Steuerzahler sind und dass das künftige Rentenbeitragszahler sind und dass wir die brauchen. Aber das ist ein bisschen kurz gesprungen, oder? Denk doch mal an die Umweltverschmutzung, die diese vielen zusätzlichen Menschen mit sich bringen, ob sie wollen oder nicht. Ja, die brauchen Wohnraum, die brauchen Wasser, sie brauchen Nahrung, sie brauchen was weiß ich, ja, sie brauchen Platz. Das geht irgendwie nicht. Und so sehr ich den Menschen das Kindergeld gönne, das ich nie bekommen habe, weil ich im falschen Land lebe,
Es ist eine Motivation in die falsche Richtung, würde ich mal sagen. Vor allem finde ich es furchtbar, dass Menschen Kindergeld bekommen, die sehr, sehr viel Geld verdienen und die auf die paar Kröten wirklich nicht angewiesen sind. Wenn man es den Leuten gibt, die am unteren Rand der Gesellschaft leben, okay, das lasse ich mir noch gefallen. Aber wenn Millionäre Kindergeld beziehen, stimmt irgendwas nicht. Tut mir leid. Ich versuche zwar politische Diskussionen zu vermeiden, aber geht nicht immer, ne? Ja, und diese vielen Menschen, die es gibt, die werden natürlich auch immer kränker, ne? Mit unserem oh so gesunden Lebensstil, den wir seit 50 Jahren haben. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab, die Krankheitstage nehmen zu, die Betreuungskosten werden höher, wir leben nicht länger, wir sterben länger. Und da könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass es eine gute Idee wäre, diese vielen überschüssigen Menschen, vor allem diese nicht produktiven, die Kranken, die dem Staat auf der Tasche liegen. Ich möchte hier niemanden persönlich angreifen, es geht nur um das Thema als solches, zu eliminieren. Na? Ja. Unsere gesunde Ernährung, in Anführungszeichen, ist bekannt. Im Zusammenhang mit den Zivilisationskrankheiten, mit Übergewicht, mit Fettleibigkeit, mit Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck, Demenz, Autoimmunkrankheiten, Probleme mit dem Verdauungsapparat, Stoffwechselstörungen, Gelenkprobleme, nicht-alkoholische Fettleber oder alkoholische Fettleber, Nährstoffmangel. Ja, Übergewicht kann trotzdem Nährstoffmangel bedeuten. Zu viel leere Kalorien, zu wenig Nährstoffe. Schlechte Serotonin- und Neurotransmitterwerte. Das Gehirn wird kleiner. Da bin ich schon in meinem letzten Video drauf eingegangen. Die Zahl der Gehirnzellen nimmt ab. Andere Krankheiten, die das Gehirn beeinflussen, Demenz, Alzheimer. Kraft- und Energielosigkeit, eingeschränkte Denkfähigkeit. Immer mehr Paare bleiben ungewollt kinderlos. Auch das hat was mit der Ernährung zu tun. Depressionen, Angstzustände, bipolare Störungen, eingeschränkte psychische Belastbarkeit, Panikattacken, Psychosen, Verfolgungswahn. Schizophrenie wurde vor einem halben Jahrhundert als Bread Madness bezeichnet. Als Brotwahn oder Brotwahnsinn, also als vom Brot verursachter Wahnsinn. Da könnte sogar was dran sein. Ja, und solche Menschen sind unproduktiv und werden als Nettokostenfaktor angesehen. Ja, es ist alles ein Rechenbeispiel in der Wirtschaft, ne? Es geht nur um Zahlen, liebe Leute. Gute Nahrung ist knapp, wie gesagt, Bio. Produkte sind gut, reichen aber nicht für alle und nicht jeder kann sie sich leisten. Und es wird dafür gesorgt, dass wir minderwertige Nahrung zu uns nehmen. Klar, minderwertige Nahrung ist besser als keine Nahrung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die Verbesserung in Anführungszeichen dieser Situation, also die Landwirtschaft und die Nahrung auf Getreidebasis, hat ja auch dazu geführt, dass hungernde Menschengruppen an manchen Orten der Welt ihre Situation verbessern konnten. Also, dass es weniger hungernde Menschen gibt, aber dafür gibt es viel mehr Kranke und Übergewichtige und Fettleibige. Und es gibt sogar mehr Kranke, Übergewichtige und Fettleibige als hungernde Menschen. Wobei ich nicht das eine gegen das andere aufrechnen möchte, aber unterm Strich haben wir keinen Gewinn gemacht. Ja, und diese wunderbare minderwertige Nahrung, die wir zu uns nehmen, die schmeckt hervorragend, aber sie macht eben dick, krank, müde, depressiv. Und dann wird dieser Mist auch noch subventioniert. Das muss man sich mal überlegen, dass der Dreck, der nichts bringt und die Menschen krank macht,
Auch noch Subventionen. Ich verstehe das sowieso nicht mit diesen ganzen Subventionen. Warum lässt man den Markt sich nicht selber regeln? Anstatt Dinge zu subventionieren, die niemandem nutzen, außer der Industrie. Ja, ne? Diese Nahrung macht natürlich kurzfristig satt, ruiniert aber auf die Dauer die Gesundheit. Und gefördert wird dieser ganze Trend durch den Vegetarismus und den Veganismus. Diese Menschen haben noch mehr Gesundheitsprobleme als alle anderen. Ich habe mir ganz, ganz viele Videos angesehen in letzter Zeit mit Berichten von Ex-Veganern. Und die berichten also durch die Bank weg über ein Gefühl des Abgetrenntseins von ihrem Körper und das Gefühl oder die Angst, verrückt zu werden, das muss man sich mal vorstellen. Die Myelinschicht im Gehirn löst sich auf bei dieser Ernährung. Noch schlimmer sind die Frutarier dran, die nur Obst essen. Und das führt dann zu Krankheiten wie MS, also Multiple Sklerose, Demenz, Alzheimer und andere Krankheiten, die das Gehirn betreffen. Bei unseren früheren Vorfahren, den Jägern und Sammlern, haben nur die Fittesten und die Anpassungsfähigsten überlebt. Hätten diese Menschen auch nur einen Teil unserer modernen Krankheiten gehabt, wäre die Menschheit längst ausgestorben. Davon bin ich überzeugt. Menschen wie wir, ich rechne uns da jetzt mal alle ein, hätten damals keine Chance gehabt oder nur eine sehr, sehr geringe. Und die Menschheit wäre schon mal fast ausgestorben. Vor 70.000 Jahren gab es nur noch 2.000 Menschen auf dem gesamten Planeten. Es muss, was ein Luxus, 2.000 Menschen auf der Erde und heute 7,6 Milliarden. Hier in unserem Kaff gibt es mehr Menschen, als damals auf dem ganzen Planeten gelebt haben. Das fällt einem schwer, sich das vorzustellen. Versucht euch das mal vor. Ja. Und diese Menschen lebten in kleinen Gruppen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gruppen untereinander in Kontakt waren, ob die von der Existenz der anderen Gruppen jeweils wussten oder nicht. Die Ursache für das Massensterben waren extreme Klimabedingungen. Auch der Ausbruch des Supervulkans Toba auf der Insel Sumatra wird dafür verantwortlich gemacht. Dieser Ausbruch hat mehrere Wochen gedauert. Es wurden riesige Mengen an Vulkanasche ausgeworfen, die bis in die Hochatmosphäre geschleudert wurde. Das sind 25 Kilometer und mehr Höhenkilometer. Und dadurch war der Himmel bedeckt, die Sonne kam nicht mehr durch, es kam zu einer künstlichen Eiszeit und es gab nichts mehr zu essen und ich nehme an, dass die Leute schlicht und ergreifend verhungert sind. Und die Tiere natürlich auch. Und heute sorgen wir halt selbst für unsere Katastrophe, ne? Wir brauchen keinen Supervulkan namens Toba und wir brauchen auch keine Klimakatastrophe. Wir machen das selber, ne? Wir regeln die Dinge. Ja, bisschen Sarkasmus. Nee, es ist echt übel. Also wenn ich mit, na, okay, ihr kennt ja im Großen und Ganzen meine Meinung dazu. Vermute ich mal. Tja, die Verschwörungstheoretiker sind überzeugt, dass das alles so gewollt ist. Also und die Entwicklung der letzten, sagen wir mal, 100 Jahre vor allem. Da gibt es natürlich Kritiker, die sagen, ja, aber wenn das so ist, warum wird uns dann empfohlen, dass wir uns impfen lassen? Es wäre doch viel einfacher, die Menschen einfach an den Krankheiten sterben zu lassen. Ja, bei Impfungen füllen wieder die Kassen der Pharmaindustrie und Impfungen sind auch nicht ohne. No? Da gab es auch schon ganz schlimme Nebenwirkungen, die der Pharmaindustrie dann wieder Kunden bringt. Und ich weiß nicht, wie viele Todesfälle es schon gab aufgrund von Impfungen. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so richtig gut sind die irgendwie auch nicht. Und wer weiß, was da alles drin ist in diesen Impfstoffen. Vielleicht werden wir damit auf eine sehr merkwürdige Art und Weise sterilisiert.
dass wir uns nicht mehr fortpflanzen können. Nein, das ist Quatsch. Das sage ich jetzt nur so, um das mal so ein bisschen aufzubauschen und euch zu zeigen, was man da alles reininterpretieren kann. Ja, der frühe Mensch hat aufgrund von ständigen Gefahren, also der Säbelzahntiger, der da irgendwo im Gebüsch lauerte und so, hat er gelernt, überall das Böse zu wittern, und das war überlebenswichtig. Und in jedem Busch sah er einen Säbelzahntiger oder ein anderes wildes Tier und war auf der Hut. Und natürlich ist es besser, in jedem Busch einen Säbelzahntiger zu sehen, als umgekehrt, weil das macht man nur einmal. Und ich nehme an, das ist so in unserem System verankert, dass wir das heute noch machen. Wir vermuten hinter allem, hinter jedem Busch einen Säbelzahntiger. Aber vielleicht gibt es den ja auch. Und das ist eben, ich will mich hier nicht festlegen. Ich bin so ein bisschen hin und her. Ich kann nicht sagen, was ich davon halte. Ich tendiere eigentlich dazu, eher nicht an eine Verschwörungstheorie zu glauben, sondern davon auszugehen, dass es einfach eine Entwicklung der Dinge ist. Die Dinge verselbstständigen sich und Gelegenheit macht Diebe. Und wenn man sich die Kassen füllen kann mit unlauteren Methoden, dann tut man das. Ich glaube nicht unbedingt, dass es damit zusammenhängt, dass man die Menschheit dezimieren will. Ja, wir sind so größenwahnsinnig geworden, dass wir in jeder Hinsicht in die Maßlosigkeit abdriften und auf diese Weise eigentlich selbst für unser Verschwinden sorgen. Was ein Thema, hm? Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ich wollte das einfach mal rausgeben und mal erfahren, wie andere Leute darüber denken. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag. Heute weiß ich, welcher Wochentag ist. Lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Tschüss.